Und mit diesem Ausgeruhtsein begrüße ich euch. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 und weil es nicht fehlen darf, ein Halloa von mir. Stehen geblieben sind wir bei diesem Pisswetter dabei. Was haben wir eigentlich mehr oder weniger gemacht? Wir waren unten ein bisschen in der Stadt zugange, haben ein bisschen geguckt wegen Quests. Haben ein paar Viecher weggemetzelt, um uns ein paar Erfahrungspunkte zu holen. Haben einfach alles ein bisschen kreuz und quer gemacht. Haben ein bisschen was über die Banditen erfahren, die da ihr Unwesen treiben und ein paar Händler ausrauben. Und ich denke mal, wir fangen direkt damit an, dass ich etwas vergessen habe. Und zwar, dass ich das hier mal abspeichere. So. Und, hier geht wohl gerade eine Wolke drüber. Das haben die wirklich schön gemacht, das muss man sagen. Das ist ziemlich echt gehalten. Und bevor wir jetzt hier gleich wieder in den Wald reingehen. Yay! Der Bogen wird gezückt. Ah, falsche Taste, einen Moment. So, damit melde ich mich zurück. Der Bogen wird gezückt, wie gesagt. Du. Mal gucken, was wir hier alles so finden. Wir halten uns mal wieder in gebührenden Abstand von diesem Scheusalzviech dort hinten. Das war ein Schattenläufer, soweit ich mich erinnere. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock auf den da. Ich möchte einfach nur irgendwelche normalen Fliegen oder irgendwas haben. Das wäre mir wirklich sehr recht. Na, da müsste er eigentlich gleich. Oh. Das ist ja bereits Kundschaft. So kümmern wir uns doch um diese. Ist das mehr oder ist es nur eine? Du bist allein, ja? Ja. Nur ich möchte nicht, um ehrlich zu sein, zu weit in unerkundetes Gebiet eindringen. Ja. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen für uns. Außerdem können wir ja noch mal ein paar Sachen lernen. Der Regen hört auf, was ich doch sehr angenehm finde. Ich halte mich erstmal hier links an der Mauer. Das ist vielleicht eine relativ gute Idee dorthin. Das ist ein Ork. Busch ist ein Ork. Das ist ein Ork. Joni ist klar. Joni, alles ist bestens. Ja. Ich find's relativ schön hier und ziemlich bequem auf dem Boden. Immerhin frisst er uns nicht auf. Ich hoffe, da sind keine weiteren Orks. Beziehungsweise ich habe da eigentlich keinen Bock weiter zu gucken, um ehrlich zu sein. Weil ja, ich sag nur Orks. Die fahren hier ganz schöne Geschütze auf direkt zum Anfang des Spiels. Das muss man schon mal sagen, ne? Immerhin haben die hier keinen Ork hingestellt. Finde ich schon mal relativ nett. Oh, wei. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier direkt so etwas kommt. Dann können wir uns ja gleich in dem Wald dort hinten gefasst machen auf einiges. War hier nicht der Händler? Och, der ist schon abgereist. Na dann. Ach, sag bloß, das ist immer noch der gleiche Wald. Weil ich erinnere mich noch, dass hier irgendwo ein Abstieg war. Ja, das ist der gleiche. Also das hier alles ist immer noch der gleiche Wald dort hinten. Eine Fähigkeit. Nur ich möchte dort jetzt nicht zwingend einfach runterjumpen, um zu gucken, was beim Lager ist, wenn ich genau weiß, dass ich an einem Ork vorbei muss. Ach, da steht ein Goblin. Ich, ja, putschig. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Hier sind ein paar Blaufliegen. Mehrzahl von dem Blauflieder. Eine Blauflieder, zwei Blauflieder, drei Blauflieder. Ich weiß es doch nicht. War hier nicht noch irgendwo in der Nähe ein Wald? Nö. Da habe ich die ganze Zeit den einen Wald da drüben für zwei Wälder gehalten, warum auch immer.
Ob wir mal, ja komm, wir gehen mal kurz zurück zu Xalas Turm und gucken mal, was wir so alles mit ihm besprechen können. Einfach nur, um zu gucken, ob der Typ jetzt irgendwelche neue Gesprächsoptionen hat. Und ob wir vielleicht auf dem Weg auf den einen hier treffen. Aber ich glaube, der ist ja bereits weitergegangen. Ansonsten haben wir eigentlich hier nichts ausgelassen, ne? Wir haben alle Viecher soweit getötet. Ich wette, es ist total sinnlos, dass wir jetzt hier zurückgehen. Aber hier fühle ich mich wenigstens sicher, um ehrlich zu sein. Ah, wei, wei. Schön mit den Geräuschen und so. Nee, da steht er ja immer noch. Hey, Dude. Hey, you! Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Bestimmt nur Bogen, oder? Einhand und... Okay. Ich habe eigentlich gedacht, er würde jetzt weggehen, weil er ja... Irgendwie habe ich ein konstantes Fokusproblem. So. Wenigstens kann ich das so schnell lösen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie... Naja. Halb so wild. Da ist ja der Turm. Schon komisch, dass er unbedingt will, dass der Turm geheim bleibt, der aber irgendwie 5 Meter weiter gehen muss. Also nur 5 Meter weiter gehen muss, um den Turm zu entdecken. Dass er nicht hier irgendwie so einen Schutz drumherum gelegt hat, der jeden dazu bringt, ohne es zu merken, einfach nur den Verstand zu ändern, so dass man keine 5 Meter weiter geht und dann irgendwie sich denkt, ach, warum sollte ich jetzt weitergehen? Da wartet doch bestimmt gleich ein Drache auf mich, verspeist mich beim lebendigen Leibe, dann bin ich ein bisschen Roastbeef, Hühnchen, eine Pizza, irgendwas und das käme bestimmt nicht so pralle. Hey! So, Xalas, was hast du denn so? Hast du schon mit Lester gesprochen? Ja, ich habe ihn ordentlich gelöchert. Er konnte mir viel berichten, aber er ist völlig erschöpft. Dass er diese Flucht überhaupt überlebt hat, grenzt schon an ein Wunder. Ich habe ihn erstmal ins Bett geschickt. Was hat er erzählt? Nichts Gutes. Er hat nicht nur einen Drachen gesehen, sondern auch Männer in dunklen Kapuzenmänteln. Und? Wenn es diese Männer gibt, dann stellt ihre Anwesenheit eine mögliche Bedrohung dar. Und das gefällt mir nicht. Hier, nimm meinen Ring. Er wird dich vor Magie beschützen. Oh, kostenlose Items. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen... Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort... Gut. Ich war in der Stadt. Und? Konntest du mit dem Anführer der Paladine reden? Ich werde nicht bei ihm vorgelassen. Unsinn. Du wirst doch einen Weg finden, zu ihm zu kommen. Notfalls geh ins Kloster und werde einer der Magier. Das ist zwar von meinem Standpunkt aus gesehen moralisch fragwürdig, aber es bringt dich auch zum Ziel. Als Magier wirst du auf jeden Fall vorgelassen. Ja, nur ich werde dann doch lieber einer der Paladine. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter, wie du besorgst. Ja, das kennen wir ja. Also nichts großartig Neues, Interessantes, außer dass du diesen einen Typ ausgelöchert hat und... Oh. Ob wir wohl mit dem reden können? Upp. Verdammt! Was ist los? Die Sache mit den Pflanzen für Konstantino hat geklappt. Ich bin damit an der Stadtwache vorbeigekommen. Na, sag ich doch! Du solltest eben ab und zu mal auf mich hören, mein Freund! Bist du immer noch erschöpft? Und wie? Ich habe Xardas alles erzählt. Jetzt werde ich noch ein bisschen pennen. So 1 bis 2 Tage. Oder länger. Tage. Viel Spaß. Nun gut, aber er heißt, ist ja auch schon ein bisschen länger gerannt. Also gut, wenn man sich um sein Leben fürchtet, dann sollte es normal sein, aber naja. Heute würde es bei weitem nicht jeder machen.
Und dabei war er noch zugekifft, ja. Also, man kann hier... Wow. Das Spiel macht mich irgendwann noch völlig fertig. Nun gut, dann gehen wir mal wieder einfach zurück zur Stadt. Im Wald werden wir wohl nicht mehr so viel finden, was wir auf irgendeine Art und Weise töten können. Glaub ich. Also mit so einem Ork möchte ich mich noch nicht wirklich anlegen, weil Instant Hit und so, das... Ja. Ne, nicht so meins, nicht so meins. Wir könnten auch eventuell irgendwann mal probieren, den einen Typen vor dem Osttor, diese eine super nette Wache mitzunehmen und irgendwelche Banditen auszurauben. Nur das Problem ist halt wirklich mit den Erfahrungspunkten und so, weil wenn er die tötet, kriegen wir die Erfahrungspunkte nicht wirklich. Wie es ist mit Leuten, die in der Gruppe sind, da bin ich mir gerade gar nicht mal so sicher. Wir hatten zwar einmal den Typen dort vorne am Lagerfeuer mal in der Gruppe, aber da habe ich gar nicht so richtig drauf geachtet. Auf jeden Fall war es beim Bauernhof von Namen vergessen, wie so ziemlich alle Namen hier gerade eben, wo diese Revolte stattfand, dank uns, also wo wir da ein paar zusammengemöbelt haben. Vielleicht erinnert ihr euch. Da haben wir keine Erfahrungspunkte dafür gekriegt, wenn die fertig gemacht haben. Schade. Ich hätte gerne Free XP. Und so. Naja, der Weg war ja zu Xalasturm jetzt nicht so lang, also kann man das vielleicht mal machen. Hoffe ich mal. Solange der uns nicht gleich irgendwie anrennt und umbringen möchte. Obwohl, wir haben ja schon vor der Kneipe gezeigt, dass wir durchaus mit jemandem fertig werden können, auch wenn ich vermute, dass er auf sehr schwach gestellt war. Weil es wohl so ziemlich der erste Kampf ist, den man auf irgendeine Art und Weise hier hat. Deswegen, ne? Ein bisschen anfängerfreundlich. Man stellt da zwar, man stellt zwar Orks direkt in den ersten, beziehungsweise in den zweiten Wald, wo man reinkommen kann, aber der erste Kampf mit einem NPC wird übelst einfach gemacht. Wohlgemerkt, der erste Zwangskampf. Ich glaube, ich habe es mal geschafft, übrigens hier auf das Dach drauf zu kommen. Irgendwie. Ja, das heißt, wir können hier mal auch auf den Dächern gucken, ob wir irgendwo Items liegen, weil in der Hafenstadt haben sich die Dächer ja uns gegenüber freundlich gesinnt und gezeigt. Das wissen wir zu wertschätzen. Das Dach kommt man anscheinend nicht wirklich und darüber kommen wir auch nicht, so wie es mir scheint. Also sterben wir. Waren wir zuletzt... Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, und genau hier speichere ich jetzt ab. So, dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt nächstes machen. Entweder wir gucken uns wirklich noch im Hafenviertel um, weil wir bestimmt dort irgendwas noch vergessen haben. Das war ja sowieso unsere einzige Option, die wir uns erstmal offen halten wollten, um wirklich an ein paar XP-Punkte zu kommen. Vielleicht finden wir irgendwie wirklich den Bogen. Oder wir gucken, dass wir den einen Typen finden, der Kämpfe machen wollte. Ich weiß jetzt aber, also ausführen wollte. Ich weiß nur nicht, wo wir ihn finden. Also hier sind wir ja schon einmal durchgegangen. Und da hat man bestimmt wieder meine Maus gehört. Boah, die Wand spielt mit uns Flipper. Bürgerin. Dann gehen wir mal die Enden durch und gucken, was wir hier alles vorfinden. Eine Bürgerin. Da sitzt einer. Nein, doch nicht verdächtig. Naja, und wir wollten ja mal in der Nacht vorbeikommen, um zu gucken, was wir hier so alles finden können. Eda! Die alle Potsau rührt im Pod. Mal gucken, was sie uns zu erzählen hat. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig. Aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute.
Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Ich habe was anderes. Wir haben Fische, also... Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Und ich glaube, das können wir noch dreimal wiederholen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Oh. Ich dachte jetzt endlos hier... Patsch! Also bei ihr dürfen wir rein, richtig? Die meinte zwar, sie hat nichts Wertvolles, aber... Von Wasserknacken verstehe ich nichts. Verschließt ihre Truhe. Dann können wir also auch hier schlafen, wenn wir es gerne wollten. Nur haben wir ja sowieso eine kostenlose Möglichkeit zu schlafen. Bringt uns daher nicht ganz so viel. Und hier sind wir mal wieder am Hafen angekommen. Ich habe so das Gefühl, hier auf der Seite des Hafenviertels ist nicht so viel los. Da können wir dort links wirklich mehr finden. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Und nur heute, unser mega Sonderangebot, nur 7,99. Dazu kriegen sie kostenlos zwei Kunden. Ja, okay. Da ist Nadja, da ist Omor, da ist Sonja. Womit fangen wir an? Mit der Wasser. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Nerd, ich wollte eigentlich nur hier hin. Hell yeah. Ups. Hör mal auf, du. Das muss reichen. So, hey. Nadja. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Hallo, Bromor. Ich sehe schon kommen, dass jetzt irgendwas Tolles passiert. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Nein. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Ist ein bisschen zu eckig. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Ich kann mich momentan nur darauf konzentrieren, wie sie mit ihrer Nase trinkt. Ihr müsst mal gleich darauf achten, wenn sie nochmal trinkt. Sie trinkt mit ihrer Nase. Moment da. Ich hoffe, es nächst. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Wir warten noch, bis wir irgendetwas für irgendwas bezahlen. Ob es Informationen sind oder was auch immer. Ja, wir warten damit. Nun gut. Bürgerin, soll ich mich denn noch alles Bürgerin, wer bist du? Bürger, willst du noch einen aufs Maul? Da drin haben wir ja schon soweit alles. Das klang gerade komisch. Alles abgefrühstückt. Ja, mit ihm haben wir auch schon geredet. Ja, ist sehr gut. Der Kartenzeichner,
Und ich glaube, viel mehr ist hier auch nicht los, oder? Burger kocht anscheinend auch Fischsuppe. Da ist nichts drin los.